Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um Eier ausbrüten, Kritik an der Mega-Entwicklung und als allererstes möchte ich neue Mitgliedschaften begrüßen. Vielen Dank an Henry Herford, Astrid Al-Sabak, Minureal und Richard Black. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Also legen wir mal los. Welche Kritik gibt es denn jetzt an dieser Mega-Entwicklung? Zum Beispiel der Kosten-Nutzen-Faktor ist irgendwie nicht gut austariert oder schlecht nutzbar. Ihr braucht pro Pokémon 200 Energie, also vor allem für die drei Starter und sogar für Glurak sogar zweimal die 200 Energie nur für diesen Pokédex-Eintrag. Gehen wir mal davon aus, ihr bekommt bei jedem Raid die schlechteste Energie, also 30 Energie, weil ihr mit ganz, ganz, ganz wenig Leuten raidet. Dann braucht ihr 6 mal Turtok, 12 mal Glurak und 6 mal Bisaflor. In Summe sind das 24 Raids. Wenn ihr jeden Pass einzeln kaufen würdet, wären das 24 Euro. Nur für den Pokédex-Eintrag. Plus, dass ihr natürlich zwar 24, 4 Stunden dieses Pokémon dann nutzen könnt, aber es wirklich sinnvoll nutzen zu können, ist gar nicht so einfach. Außer ihr nutzt vielleicht Bisaflor beim Turtok-Raid oder Glurak mit der Feuerattacke beim Bisaflor-Raid oder Mega-Turtok bei einem Glurak-Raid. Aber hier muss man ganz ehrlich sagen, da sind die Gesteinsattacken besser als die Mega-Entwicklung. Um genauer zu sein, ich habe mal schnell nachgeguckt. Mega Turtok ist auf Platz 15 mit Krypto-Pokémon und legendären Pokémon gegen Mega Glurak Y. Das erste gute Pokémon ist schon geschlüpft und zwar 93% ein Galaporenta. Alles Blöde ist natürlich, ich habe schon ein Lucky 98%, dementsprechend war das jetzt für mich keine große Feier. Kommen wir wieder zurück zu den Mega-Entwicklungen. Ich verstehe den Ärger. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, hätte ich vorgeschlagen, die Mega-Entwicklungszeit zu verkürzen und diese dann auch günstiger zu machen, so dass man halt wirklich wesentlich mehr machen kann. Das Problem ist natürlich, ich habe heute erst festgestellt, dass man die Mega-Energie nicht unendlich sammeln kann, sondern nur bis 999. Das heißt, wenn die Kosten so weiterhin bleiben, dass jetzt zum Beispiel ab der zweiten Entwicklung die Entwicklung 50 Energie kostet, dann kann man nur maximal 19 Entwicklungen durchführen mit 999 Energie. Das heißt, wenn die Raids mal weg sind und man hat diese ganzen Entwicklungen gemacht, dann ist halt die Frage, wie kriegt man die Energie dann noch gesammelt? Ich denke, was wirklich dringend her muss, ist ein allgemeiner Energieumwandler. Eine Sonderenergie. Dass man diese Sonderenergie in das Pokémon stecken kann, was man auch wirklich benötigt, das wäre das Beste. Aber das würde auch wieder bedeuten, dass wir wieder mehr Platz in unseren Itembeutel brauchen, weil die will man ja definitiv auch ein bisschen bunkern. Viele gehen jetzt halt davon aus, dass die Raids vielleicht nicht lange bleiben. Was ich aber glaube, dass die Raids mindestens den ganzen September zur Verfügung stehen. Jetzt sagen wir mal, ihr wollt nur euren Tagespass benutzen und ihr fangt erst heute damit an. Den 30.8. und den 31.8. und den kompletten September, wenn die Raids wirklich so lange da sind, dann habt ihr die Möglichkeit, 33 Raids zu machen. Wenn ihr natürlich, ist ganz klar, ihr braucht natürlich Arenen in eurer Nähe, sonst funktioniert das natürlich nicht. Das ist klar. Aber wenn ihr das machen könnt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann könnt ihr tatsächlich es schaffen, diese ganzen 24 Raids hinzubekommen. Klar, ihr braucht sehr viele Arenen in eurer Nähe, weil Bisaflor ist ziemlich selten, Glurak ist sehr häufig und Turtok ist schwer zu besiegen. Sagen wir mal, ihr habt zwar viele Arenen in eurer Nähe, aber ihr habt einfach keine Spieler. Dann kann ich euch nur empfehlen, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe eine Raid-Telegram-Gruppe, in dieser könnt ihr eure Raids anbieten und es gibt viele Leute, die dann per Fernraid-Pass gerne mitspielen würden. Bitte achtet aber darauf, dass ihr bei Turtok wirklich die Lobby voll bekommt mit 6 Leuten, weil sonst wird es wahrscheinlich sehr eng. Was solltet ihr jetzt tun, wenn ihr jetzt dann ein Mega-Pokémon entwickelt habt?
Ihr solltet versuchen, diese 4 Stunden irgendwie auszunutzen. Also sollte man das vielleicht nicht kurz bevor man ins Bett geht macht, durchführen, weil wenn man aufwacht, ist die Entwicklung wieder weg. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist ein Snapshot. Weil ihr habt halt nur diese 4 Stunden die Möglichkeit, ein Snapshot von eurem Mega-Pokémon zu machen, was vielleicht eventuell auch ganz interessant ist. Ich habe Snapshots gesehen, wo ich gesehen habe, wow, das Pokémon ist riesig. Und das könnte zum Beispiel ganz interessant sein. Klar, ihr braucht dabei Hilfe. Alleine schafft man das für gewöhnlich nicht. Natürlich wäre es auch schön, wenn ihr es bei dem einen oder anderen Raid irgendwie einsetzen könnt. Zur Not wäre es auch machbar, ein Mega-Pokémon irgendwie an die letzte Stelle ins Team zu setzen, wenn es vielleicht nicht gerade das effektivste Pokémon ist, wie zum Beispiel Mega Turtok gegen Mega Glurak Y. Da wäre Turtok jetzt an erster Stelle vielleicht nicht so toll, aber alle Pokémon, alle anderen Trainer werden ja dadurch verstärkt. Oder ihr hebt euch genau diese Entwicklung für solche knappen Kämpfe auf, falls ihr eine Gruppe habt, wo ihr sagt, na, schade, wir schaffen es ganz knapp nicht und ihr habt keine besseren Pokémon, dann wäre das vielleicht eine Lösung. So, gerade eben ist wieder ein gutes Pokémon aus dem Ei geschlüpft. Aus dem 2-Kilometer-Ei ist ein Floink mit 93% und ein 5-Kilometer-Ei mit Grillmark und 93% geschlüpft. Leider sind beide keine Verbesserung für meine Sammlung gewesen. Schade. Übrigens kann bei einem Klon-Pokémon die Mega-Entwicklung gar nicht durchgeführt werden. Das stand im Hilfetext nicht drin. Finde ich zwar vielleicht verständlich, wenn man sich so die Hintergrundgeschichte von diesem Pokémon mal so ein bisschen überlegt. Es ist schließlich ein Klon und kein Original und deswegen geht es vielleicht einfach nicht. Aber hätte man da nicht vielleicht trotzdem über den Schatten springen können und sagen können, ja okay, dann verschwindet halt die Markierung auf der Haut und es entwickelt sich zu Mega und wenn es sich zurückentwickelt, dann ist es halt wieder da. Genauso wie beim Kostüm, also mit der Sonnenbrille. Ich möchte nochmal euch daran erinnern, dass Turtok, Bisaflor und Glurak zwar Shiny sein können, aber eventuell ist es möglich, dass die Shiny-Chance 1 zu 450 ist. Warum? Weil das keine legendären Raids sind. Vergesst das bitte nicht. Am besten wäre ein C-Day, zum Beispiel wie Glumanda im Oktober und dann noch hoffen, dass Shigi oder Bisasam vielleicht bei einem anderen Event nochmal auftaucht, falls ihr die Shinies gar nicht habt. Die nächste Kritik ist die Mega-Medaille. Also es gibt ja eine Medaille, die sagt, wie viele Mega-Entwicklungen man schon durchgeführt hat. Und 200 Stück braucht ihr, um Gold zu bekommen. Ja, es gibt nur 48 verschiedene Pokémon. Das heißt, ihr müsst jedes Pokémon mindestens 4-mal entwickeln und 1 5-mal, um überhaupt diese Goldmedaille zu bekommen. Finde ich auch irgendwie ein bisschen überdimensioniert. Ich hätte es persönlich schöner gefunden, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, wenn ihr die Hälfte der Pokémon geschafft habt, dann bekommt ihr Silber. Und wenn ihr alle Pokémon einmal entwickelt habt, dann schon Gold. Oder was meint ihr? Erstmal hoffe ich, dass Niantic sich noch was einfallen lässt, dass wir Mega-Energie auch noch anders bekommen können, weil im Hilfetext stand ja schon mal mindestens die Feldforschungen drin. Nur da bin ich mal gespannt, wie sie das dann machen werden, weil man ja für jedes Pokémon separate Energie sammeln muss. Diese Umsetzung ist natürlich richtig blöd. Ich hatte gehofft, dass die Kosten von den Mega-Entwicklungen nach dem zweiten Mal sich nochmal reduzieren. Das wäre schön gewesen, aber anscheinend ist es ja nicht so. Also die Starter kosten 200 und bei jedem weiteren Mal 50 und bei Bibor kostet die erste 100 und jede weitere 25. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video etwas bringen, was ihr noch nicht wusstet. Falls ja, lasst gerne ein Like da und wenn es euch gefallen hat, natürlich auch. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!